Hallo und ganz herzlich willkommen zum offiziellen Video von Hooper. Ich werde euch das normale Hooper vorstellen. Ein zweites Video zum anderen Hooper wird es noch geben. Doch ich werde mir auch die Passive und noch etwas Besonderes an einem anderen Hooper anschauen, damit wir in diesem Video bereits klären können, wieso Hooper so extrem OP ist. Da starten wir einfach wie immer. Kleinen Moment, ich werde die Musik ein kleines Stück lauter drehen. So. Okay, das ist das normale Hooper, ihr seht es schon, shiny, deswegen ist es goldfarben. Links oben seht ihr, wie es normal ausschaut von der Farbgebung her. Hat momentan 1,9 Millionen Power, also es geht schon ordentlich ab. Da schauen wir uns erstmal die Attribute an. Hier sehen wir schon mal, dass wir mit 186 beim Special Attack Wert einen relativ hohen Wert haben. Danach kommt die Special Defense mit 134, Speed mit 128, die Leben mit 112 und Physical Defense mit 103. Ich habe jetzt als Personality Milk genommen, ganz einfach, denn es haben auch viele im Livestream gesagt, wieso habe ich nicht die perfekte Personality und sowas, ganz einfach. Die perfekte Personality ist für die meisten minus Physical Attack und plus Special Attack oder plus Speed, auch wenn ich eher der Meinung bin bei Hooper plus Special Attack. Doch das Problem ist, zum einen gibt es hier relativ wenige Physical Attack Monster, zum anderen habe ich da Thunder Equipment ausgerüstet und dabei wird der Special Attack und der Physical Attack wird zusammengerechnet und mal 100 genommen und das kannst du dem Gegner als Schaden oder zu einer 50%igen Chance wird dieser Wert dem Gegner als Schaden ausgeteilt und da brauche ich natürlich auch einen Physical Attack Wert und deswegen habe ich diesen jetzt hier mit reingenommen. Ich werde auch im Laufe der Zeit den Physical Attack Wert hier auch noch durchbrechen und dann werde ich alles gemeinsam leveln. Deswegen, für mich ist es die perfekte Personality und deswegen hier auch meine Empfehlung, nicht unbedingt immer auf das hören, was andere sagen oder was ihr meint, was andere sagen, was das Beste ist. Entscheidet nach eurem Kampfstil, entscheidet, was für euch das Beste ist. Und wie gesagt, für mich war das hier oder ist das hier das Beste. Aber jetzt starten wir erstmal mit der Ability. Hier habe ich das hier ausgewählt, leider momentan nur auf S und nicht auf SS, aber mir gehen die Ressourcen aus. Und zwar Nimbus, Immunes to Debuffs against Attack, Defense, Speed and other Attributes, also Physical Attack, wird Special Attack, Physical Defense, Special Defense, Leben und Speed können nicht droppen, also Leben schon, aber Speed kann auch nicht droppen. Das ist schon mal an und für sich sehr gut, doch das Interessante ist, es hat noch einen zweiten Effekt, Increases Crit by 30%, also der Crit-Schaden, also der kritische Schaden wird um 30% erhöht und es hat noch einen Zusatzeffekt, denn And Skill Damage by 50% in Critical Attacks. Auf gut Deutsch, Crit Rate 30%, kritischer Schaden um 50%. Ist also schon mal enorm. Damit kann man ordentlich austeilen. Und das finde ich halt hier an diesem extra für Hooper kreierten Ability so interessant, denn es gibt hier nicht nur einen Effekt, sondern mehrere. Und das macht es hier unter anderem auch schon mal sehr besonders. Als Held-Item habe ich momentan Wise Glasses, denn hier, Punkt 1, alle Attacken werden 80% geboostet. Punkt 2, 20% des Damage werden in Leben umgewandelt. Somit habe ich hier sozusagen Absorb. Muss nicht bei den Hidden Skills verwenden. Doch eigentlich, das können wir uns direkt anschauen, wäre hier die Prison Bottle am besten. Und das macht es hier echt OP. Selbst, ich sage jetzt mal, nur auf plus 9. Nur auf plus 9. Ist Hooper immun gegen Control Effects, also gegenüber Verwirrung, also Crowd Control Effekte, Verwirrung, Vereisung, also Einfrieren. Whatever, Paralyse auf gut Deutsch. Wenn ich das hier habe und so die Ability, wie ich jetzt habe, gibt es keine Attributsverringerung und auch keine Crowd Control Effekte. Also es wird einfach krass. Es kann immer mit der vollen Leistung angreifen und es kann vor allem auch immer angreifen. Gleichzeitig Skill Power um 36% erhöht und wenn ihr jetzt mal überlegt, mit dem momentanen Item haben wir 18% und ja, das ist schon auf One Star und das hier ist noch nicht auf One Star und hätten wir hier schon 36%. Also das ist wirklich enorm. Außerdem, Hooper will also ignore Element Limits and get Bonus Effect from all surrounding skills. Auf gut Deutsch, es gibt keine Element Limits. Also worauf genau das jetzt bezogen ist, kann ich nicht genau ausführen. Ich nehme mal an, es kann mit jeder Attacke jedes Pokémon angreifen. So habe ich mir das jetzt gedacht. Ich habe leider die Prison Bottle nicht, deswegen kann ich es noch nicht testen, deswegen mehr dazu dann wahrscheinlich im Unbound Video und wenn wir die Prison Bottle haben. Es könnte natürlich auch sein, dass es hier, sag ich jetzt mal, keinen Fall mehr nach oben oder nach unten geht. Man macht immer gleichen Damage oder immer vollwertigen Damage, wäre auch eine Möglichkeit. Doch wie gesagt, mehr dazu, sobald ich das Item habe. Und man bekommt hier Bonus-Effekt von diesen ganzen Skills, wie zum Beispiel von Lele, Kyogre und so weiter, die Attribute erhöhen vom Pokémon.
das ist eigentlich auf die Typs bezogen. Das könnte hier auch sein, Element Limits, dass man eben auch von diesen ganzen Pokémon profitieren kann. Was bedeutet, es ist egal, ob man jetzt hier ein Tapulele aufgrund des Psychotyps drin hat oder ob man jetzt ein Kyogre reinnimmt. Man bekommt hier die ganzen Buffs und das wäre schon sehr, sehr sexy. Doch wie gesagt, mehr dazu, sobald ich das Item habe. So, dann gehen wir doch gleich mal zu den Hidden Skills. Hier habe ich einmal Focus Energy, Recover 10% Rage Every Move. Das habe ich deswegen drin, damit ich einfach schnell die Ulti bekomme. Ich weiß schon, nicht mal spannend, wir schauen uns noch nicht die Skills an. Dann habe ich natürlich einen Guardian Spirit, ich habe ihr Healing Synthese, habe ich leider noch nicht. Ich habe Swift as Wind, ich habe etwas für Special Attack mit Elemental Power und hier habe ich Force of Life. Außerdem habe ich noch Fairy drin, damit hier die Crit Rate ein bisschen erhöht wird. So, und jetzt kommen wir endlich zu den Skills. Fangen unten an mit der Passive Charmer, the Ability. During the battle, confuse an enemy random every move. During the battle, increase self 5% speed. Also Speed ist erhöht, ganz normal. Und in jeder Runde, also immer wenn Hooper am Zug ist, wird ein Gegner verwirrt. Und das hat keine Prozentzahl, was bedeutet, dieses Pokémon wird immer verwirrt, außer es ist natürlich immun dagegen, ganz klar. Also schon mal ordentlich. Als nächstes haben wir Psychic. These Psychic Type Special Attack Damage with 40% Chance to Confuse Enemies. Was Enemies for 2 Rounds and High Crit Rate. Ja doch, High Crit Rate. Range Group Skill Power 50. Also mit Skill Power 50 ist es nicht ganz so stark, aber es greift jeden Gegner an. Eine Psycho-Attacke hat 40% Chance, den Gegner zu verwirren. Und es hat eine hohe Crit Rate. Also es besteht die Chance, dass man kritisch trifft. Das Ganze hier natürlich mit der Ability, die wir uns bereits angeschaut haben. Da kann man dann ordentlich Damage auszahlen. Nächstes haben wir Dark Pulse, also eine Dark Type Attack, finde ich interessant. Das ist nämlich von Typ Psycho und Ghost und hat hier mal eine andere Attacke oder eine Attacke von einem anderen Typ. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Deals Dark Type Special Attack Damage and deals 50% more damage to enemy under control or other debuff with high crit rate. Skill Power 75 und Range Single. Also mit Skill Power 75 ist es eine ordentliche Attacke. Wie gesagt, Dark Type Special Attack. Man macht 50% mehr Damage, wenn der Gegner einen Crowd Control Effekt hat oder einen Debuff hat. Das ist natürlich in der Kombination mit Psyche ganz gut oder auch mit der Ability einfach nur. Und es hat eine hohe Crit Rate. Also hier ist extrem stark auf kritischen Damage aus, dann so ein bisschen Gegner verwirren, mehr Damage austeilen, also es ist interessant. Nächstes haben wir Shadow Force, das ist eine Ghost Type Attack. These Ghost Type Special Attack Damage and go under Shadow Assault for one turn, cooldown 2 turns. Diese Attacke hier kennen wir ähnlich von bei Giratina, bei dem neuen. Denn Shadow Assault heißt, es geht in den Boden rein, also es geht in diese Schattenwelt. Range Single, Skill Power 80, also Skill Power 80 ist enorm. Hat leider einen Cooldown von 2 Runden, also man kann es nur jede zweite Runde einsetzen. Und als letztes haben wir Hyperspace Hole, das ist die Ulti. These Psychic Type Special Attack Damage, Defy and Dispel the Effect of Guardian Spirit, Range Group, Skill Power 100. Das Interessante dieser Attacke ist, sie entfernt die Guardian Spirits und macht ganz normal mit Skill Power 100 den Damage. Das ist natürlich enorm. Range Group, also es greift jeden an. Das ist schon ordentlich. Und hierbei muss ich auch sagen, dieses Pokémon verbindet mehrere Pokémon miteinander. Diese Attacke hier erinnert irgendwie an Fondorus. Die Ulti, also dass man hier die Guardian Spirits ignorieren kann, ist mehr oder weniger Lunala. Dann wird das Ganze hier, also wie es sich selber supporten kann und sowas, erinnert auch ein bisschen an die Power von den Kyurens. Also das ist hier wirklich interessant. Das finde ich mega. Doch jetzt schauen wir uns noch das Unbound-Huber an, beziehungsweise davon die Ability. Ihr seht schon, was man hierfür braucht. Prison Battle, davon habe ich jetzt 15, die habe ich mir gestern und heute geholt, also es sollte relativ zügig gehen. Mega Wallstone 150, ganz normal, und Intimacy auf Stufe 30. Schauen wir uns das Unbound-Huber an, und zwar hier die Ability. During Battle, at the beginning of each battle, increase Zone's Skill Power, Physical Defense, Special Defense by 30%. Also der Damage und die Verteidigung werden um 30% erhöht für 3 Runden. Das ist immer am Anfang des Kampfes. Releasing Hyperspace Fairy, das ist die Ulti. Reactivate this Effect. Da wird dieser Effekt nochmal ausgelöst. Wir können uns hier mal die Ulti anschauen. Und hier ist noch was Besonderes. Rules all Buff and Guardian Spirits from all Enemies. Also die Buffs werden entfernt. Ähnlich wie zum Beispiel bei einem Rayquaza. Also finden wir hier in Hooper auch einen Rayquaza. Also schon interessant. Und hier inflict double restrain to all Pokémon. Was genau das bedeutet, kann ich nicht sagen. Das heißt, mehr oder weniger, also doppelte Zurückhaltung bekommen sie dadurch. Ob sie jetzt nicht angreifen können, ob das, sei jetzt mal eine Umschreibung für Stun ist,
ob sie, was weiß ich, nur noch angreifen können, keine Support-Attacken mehr. Kann ich hier schlecht sagen, das können wir erst direkt testen, denn doppelte Zurückhaltung erschließt sich mir jetzt momentan noch nicht und habe ich auch so noch nicht gehört. Aber ja. Hier wird ganz normal Hooper will confuse one random enemy with each action. Was bedeutet, auch wieder jeder Angriff, ein Gegner wird verwirrt. Also es ist schon interessant und das macht dieses Pokémon so strong, weil, ich sag mal so, das, was du sonst in drei Pokémon, die du in ein Team steckst, findest du hier bei Hooper ganz alleine. Und wir haben auch noch eine Besonderheit und das ist, sag ich jetzt mal, die Kirsche auf dem Törtchen. Wir schauen uns das Ganze im Buch an. Und zwar die zweite Ability. Bei dem normalen Hooper werde ich jetzt demnächst auch die zweite Ability freischalten. Leider kann ich diese krasse Ability von dem Unbound Hooper noch nicht verwenden. Und das ist diese hier. Speziell nur für dieses Hooper. When suffering Bug-Type and Fairy-Type Skill Attacks, the damage will be reduced by a half. Also Bug-Type und Fairy-Type Skills, die Hooper treffen, werden um die Hälfte reduziert. Wenn die Leben unter 50% fallen, it will suffer less critical attacks and get cross body effect. Dann bekommt das, was? Es bekommt dann weniger kritische Attacken ab. Was? Und bekommt diesen Cursed Body Effekt. Ey, das hier, ich sag mal so, das hier ist wirklich die, ja, der Gipfel. Die Kirsche auf dem I, was? Auf der Torte. Das macht dieses Hooper so besonders. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch in den Kampf gehen. Wir sind zwar schon bei 11 Minuten. Wir haben jetzt 2 Millionen Power. Schauen wir uns einfach mal Friends. Also ich muss mal sagen, gegen einen 6 Millionen Gegner komme ich noch nicht an mit Hooper alleine in dieser Konstellation. Also hier gegen Sanguir komme ich noch nicht an, weil einfach das nervige ist, Regigigas als Supporter. Deswegen werden wir hier einfach Senora nehmen mit 5,27 Millionen und werden einfach mal schauen, was für Damage wir raus haben. Ihr habt das ja gesehen, Attribute sind maximal auf plus 50. So, also hier, obwohl sie Guardian Spirits hatten, konnten wir diese entfernen und denen Damage austeilen. Leider, weil es eine Psycho-Attacke ist, können wir bei Welter nicht viel ausrichten. Aufgrund der Thunder Equipment, wie gesagt, besteht eine 40%ige Chance, dass wir allen drei Gegnern Damage machen. Und zwar Special Attack plus Physical Attack mal 100. Ich habe das gerade gesehen. Celebi und die Welter haben Damage bekommen. Und wir haben hier ganz gut Damage an Regi Ice gemacht. Bam. Hier dieser Crit-Effekt ist natürlich enorm. Auch nochmal auf Celebi. Hier 567.000 Power. Und ihr seht das hier, unsere Attribute, wir haben eigentlich 132.000 Special Attack. Verteidigung sind hier mit 60.000 und Speed ist hier bei 18.000. Klar, jetzt hier gegenüber Iveltal ist es schon ein leichter Unterschied, 130 und 100.000. Doch ich sag mal so, der Damage ist real, weil wir einfach kritisch treffen. Und ja, das war's. So einfach kann der Kampf gehen, das war jetzt keine Schwierigkeit. Waren jetzt natürlich auch keine Kyurens oder sowas, ja, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Doch man sieht hier wirklich die Power von Hooper und allein dieser Effekt, dass der Gegner verwirrt ist, kann dir oftmals den Arsch retten und vor allem die Dark-Type-Attack, die wird ja stärker, wenn der Gegner einen Debuff hat oder einen Crowd-Control-Effekt, also einem Crowd-Control-Effekt unterliegt. Somit kann man sich hier selber auch noch supporten, das ist wirklich interessant. Wie gesagt, jetzt Held-Item fehlt noch und Unbound Hooper, ich hoffe, denn momentan gibt es, wo haben wir es denn, Sweet Surprise, hier kann man für die Truhen Hooper bekommen. Ich hoffe einfach mal, oder ich nehme mal an, dass man hier dann auch die Prison Bottle bekommt, ganz egal, ob jetzt das Entwicklungsmaterial oder das Held Item. Auch wenn ich jetzt für das Held Item eher wäre, dann kann ich mir das schneller holen oder kann ich zumindest dann auch mal testen für euch und auch holen, ganz klar. Doch jetzt würde ich mich erstmal bedanken, ich hoffe, euch hat es gefallen und jo, wir sehen uns in den nächsten Videos, bis dann.